So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil 4, dem Remake. Mit diesem Projekt bekommt ihr jetzt quasi ein klassisches Let's Play zurück, auch wenn wir uns trotzdem online interagieren werden. Vielen Dank für den Follow. Aber ihr bekommt jetzt wieder kürzere Folgen und wieder mit An- und Abmoderation. Und ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß damit haben werdet. So, dann starten wir mal das Spiel. Ihr seid so süß. Genau, automatische Speicherfunktion. Wollo, los geht's. Genau, zu Beginn zeige ich euch noch ganz kurz die Boni, die wir dank dem lieben Chronix haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das für euch... Wir haben hier einmal den legeren Leon. Warte, kann ich hier... Moment, so. Oh Gott, der guckt aber... Oh, die Haare sehen aber echt geil aus. Wir haben den hier. Wir haben den Romantik-Look für Leon. Ja, oh, das sieht nice aus. Wir haben den Helden-Leon. Okay, da ist jetzt nicht so mein Typ. Wir haben den Schurken-Leon. Das ist halt einfach Dante. Auf jeden Fall. Ja. Absolut. Oh. Oh mein Gott. Das ist für mich aber eher noch Emo-Leon. Ich glaube, wir bleiben beim klassischen Leon. Boah, das mit den Federn sieht aber richtig geil aus. Sehr nice. Wir bleiben erstmal beim klassischen. Falls ihr einen anderen Look wünscht, dürft ihr euch den aussuchen. Also mir gerne schreiben. Wir haben noch die legere Emo Ashley. Wir haben die romantische. Oh, das sieht cool aus. Das mag ich. Das sieht richtig cool aus. Das haben wir. Und wir haben zu Beginn direkt andere Waffen. Und ihr könnt euch das ja mal durch den Kopf gehen lassen. Und dann können wir bei Bedarf gerne die Outfits ändern. Achso, genau, das kann ich jetzt wechseln. Originalmusik. Ja, da nochmal vielen, vielen Dank an Chronix. Very Avril Lavigne, you're right, das Lexus, yes. So, assistiert wenig Erfahrung für jene, die Resident Evil 2005 nicht gespielt haben. Ich hab's gespielt, aber ich habe nicht Vertrauen in meine Fähigkeiten, weshalb wir mal zu Standard gehen. Nein, Petruschki, kein Veteran. Also der Mew hatte das jetzt hier auch schon angespielt und war wohl schon sehr begeistert. Erweiterte Schatzkarte wurde... Karte wurde angewendet. Sie können auf der Karte nun sehen, wo sich versteckte Schätze befinden. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training,
Die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, hä? Der befiehlt kam von ganz oben. Helft ihm, sagte er. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Nur unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Das Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Rauchst du? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Der lässt sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Der Kragen von seiner Jacke sieht richtig schön weich und flauschig aus, muss ich sagen. Und herzlichen Dank noch an den Raid von Irrlicht. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen zu Resident Evil 4, dem Remake. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream. Wir haben gerade erst hier angefangen. Und ich muss auch sagen, also mir gefällt die Stimme von Leon in Deutsch richtig gut. Also ich fand's sexy. Muss ich schon sagen. Lass den Kragen mal egal sein, ich würde seine Haare wuscheln. So, mal gucken, wie renne ich denn? Ah, okay, ich kann dashen. Oder was heißt dashen? Achso, warte mal. Das ist nicht. Ich drücke einmal rein und dann. Und dann bleibt er beim Rennen. Okay, cool. Wuscheln. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal visuell echt krass nice aus. Und ich höre Geräusche. Was gespielt? Eine gute Zeit. Super, das freut mich ehrlich. Und voll cool, dass du Bass spielst. Sehr nice. Auch voll cool, dass du eine Stream-Vertretung machst. Die nächsten zwei Wochen werde ich hier auch eine Stream-Vertretung haben. Und auch nochmal herzlichen Dank an die neuen Follower. Vielen Dank. Wie weit ist er denn gegangen? Und viel Spaß mit den Emotes. Ja, scheinbar sehr weit. Der wollte in Ruhe kacken.
Und zwar so, dass ihr davon nichts mitbekommt. Was ist denn ein Podex-Check? Was ist das? Und hallo, Gaze. Ich hoffe, ich verpasse jetzt hier nicht so viel. Warte mal, ich guck mal eben, wo... Aha, so mache ich mich klein. Das ist mein Inventar. Oder auch nicht. Das ist nicht mein Inventar. Was ist mein Inventar? Podex und Arschbacken. Ach so, bitte, was? Aber wo ist mein Inventar? Ich habe einfach noch keins. Aber seinen Hintern kann ich leider nicht richtig checken. Ist zu dunkel hier. Machen wir später, wenn es heller ist, okay? Was ist da? Ach, da ist ein Hirsch. Wie willst du den denn? Ich drücke X. Er wollte, dass ich A drücke. Okay. Kann ich hier weiter? Oh. Okay, aber wenn... Ich glaube, der hat hier noch die falschen Einstellungen. Ist wieder super professionell hier. Was? Einmal drücken. Das wollte ich nicht. Doch, Optionen. Tastensymbole Typ. Wenn das X ist, dann müsste... Moment, das ist das klassische... Ich bin verwirrt. Nehmen wir mal das hier. Typ B und hoffen, dass das stimmt. Ja, jetzt stimmt. Ah, okay, jetzt stimmt es. Gut, gut, gut. Für alle Neuen, wir sind bald auf YouTube, also benehmt euch. Ja, lieb sein. Na, ich glaube, mittlerweile sind die meisten auf YouTube schon gewöhnt, was ihr da hier veranstaltet. Oh nein, Hase. Oh. Aber sagt mal, Leute, war so der Anfang von Resident Evil auch im Original? Ich kann mich gar nicht hier an diesen... Also weder an den Polizisten erinnern, der kacken gegangen ist, noch an dem Bereich hier. Start jetzt durch mit diesem neumodischen Internet. Sehr ähnlich. Okay. Das habe ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Also vor allem habe ich es deutlich heller in Erinnerung. Gar nicht so düster, was voll geil ist. Also same wie bei Dead Space. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Oh, wollte ich jetzt nicht zu lange drauf gucken, sonst macht mich das traurig. Der Braunfilter. Ja, du hast recht, Lenchen. Der Braunfilter ist weg. Korrekt. Ist euch das eigentlich hell genug? Der GameCube hatte damals auch nicht mehr hergegeben. Das ist okay. Wobei, ich habe es damals auf dem PC gespielt. Gut, ich weiß nicht, wie sehr das für den PC verändert worden ist. Aber ich meine, ich habe das sogar noch als Let's Play auf meinem Kanal. Jemand zu Hause? Hallo! Tadaima! Oh. Keiner sagt okay. Was haben wir denn hier? Oh mein... Ey, da ist ja... Also sorry, dass ich das irgendwie voll geil finde, aber die Kartoffeln da, die da schon ewig liegen, haben schon so Sprossen dran, was voll realistisch ist. Das ist voll cool. Ah, okay, Lotu, danke. Hola, niño, que pasa en la casa? Ich, es ist lange her, dass ich mal Spanisch sprechen konnte. Ja, jedes bisschen Realismus oder Detail macht dann doch schon echt was her, finde ich, Lenchen. Und seien es nur die Kartoffelsprossen. Was ist das denn? Das sieht ja weird aus. Wie so ein toter... Oh. Primitiver Talisman. Das Urteil naht. Kann ich das bestätigen? Akte erhalten. So, und wie mache ich das jetzt... Tutorial? Wo habe ich denn jetzt mein... Also ich habe jetzt irgendwie noch nicht herausgefunden, wo ich Inventar habe, falls ich Inventar habe. Und ich habe auch noch kein Licht, richtig? Was war das? Ah, okay, damit setzt er die Kamera zurück.
Gut, gut, gut. Wir grooven uns einfach weiter ein. Ah, das ist ein Wäscheaufhänger. Linksens. Auf PlayStation ist das Inventar 3, also der Knopf oben. Ja, drücke ich gerade. Y. Passiert nichts. Vielleicht habe ich einfach noch kein Inventar, weil das hier wahrscheinlich noch der Prolog ist. Wäre jetzt so mein Guess. Oh, es vibriert. Es vibriert. I don't like this. Sorry, dass ich so reinplatze. Bist du ein Polizier? Bin ich aquí? Oh Gott, wie awkward der sich gerade fühlt. So, ah, jetzt habe ich das Inventar. Ich hatte vorher tatsächlich keins. Was haben wir denn noch hier? Das ist die Karte, wenn sie einfach laufen. Ja, die Karte in Resident Evil war tatsächlich eigentlich immer ganz gut. Ah, und dann haben wir hier Aufträge, Missionsbeschreibung, Funk, Herstellen. Aha, hier können wir dann Ricola und Munition herstellen. Zurück. Ah, das mache ich. Mhm. Da muss ich das andere irgendwie noch herausfinden. Ich habe ein Heilungsspray. Marjonis meinte, ich könnte eigentlich auch jetzt schon eine Shotgun haben, aber machen wir erstmal ohne. Müssen ja nicht. Aha. Das ist sein. Wie zoome ich denn rein? Mit reindrücken? Nee. Ist nicht so. Hey. Ja, ich. Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem hier. Dann aus der Kiste, wenn sie kommt, holen. Ah, okay. Danke, Chronix. Alles klar. So, und so. Oh Gott. Ich habe kein Auto-Aim. I'll be lost. Komm jetzt an der ersten Schreibmaschine. Alles klärchen. Sakura Controller Legacy. Ja. Ich muss. Oh nein, was ist das denn? Schon wieder ein Hase. Sakura will Auto-Aim. Ja. Ja. Bitte. Boah, wie das riecht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es kocht halt, aber es sieht schimmelig aus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie verfaultes, kochendes Essen riecht. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Ach, guck mal, der kann da auch so ein bisschen durchdashen, apparently. Na, warte mal, da steht noch was, was du nicht lesen willst. Schlüssel der Jagdhütte. Also keine Nudelsuppe. Weiß ich nicht. Willst du diese Nudelsuppe essen? Ach, der macht das alleine mit der Dings, mit der Taschenlampe. Das ist cool. Das ist sehr cool. Da muss ich mich darum nicht kümmern. Boah, das ist so viel düsterer als der vorherige Teil. Das ist das Original. Furito, danke für deinen Resub. Vielen lieben Dank und willkommen zu Resident Evil. Was liegt denn? Was? Oh, Mäuschen. Nee, es ist eine Ratte. Das ist kein Mäuschen mehr. Was ist das? Ist das noch ein Tier oder schon ein Mensch? Ja, es fühlte sich alles immer sehr hell an. Du hast noch Nudeln, Petruschki. Ich will auch Nudeln. In Germany we call it Reh. Ja, okay. Oh. Hey.
Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Was ist hier los? Hast du wirklich gedacht, dass das hier ein entspannter Trip werden würde, Leon, oder was? Resident Evil, ja, sehr geil. Zoomt er dann? Ne, das bewegt sich noch ein bisschen. So, Waffe ziehen und schießen, das sollte ich hinkriegen. Ich will aber nicht. Wie wachsel ich? Wechsel ich? Ah. Aber ich hab jetzt, warte mal, hab ich das Messer an Aufbewahrung? Bewegen ist ja nur hier bewegen. Ich kann das Kampfmesser nicht auf meine Schnellauswahl legen. Was war das? Ich will das nicht wissen. Will das gar nicht wissen. Leons Coping-Mechanismus sind blöde Sprüche. Ey, ohne Scheiß, das wäre ich aber, glaube ich, auch. Also das hier wird mich schon doch sehr nervös machen. R2. Ah, okay, einfach ohne Visieren. Alles klar, danke schön, Lunarus. Danke schön. Was ist hier los? Nein, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie mache ich das? RT, RT, freikämpfen. RT, RT, RT. Keine Ahnung. Triggern, ich habe Button gemacht, ich Idiot. Upsi, oh, ich bin gleich tot. Petruschki freut sich. Ja, gut. Das war so geplant. Das war so geplant, Leute. Das, was war das? Alles gut. Ich bin ein Profi oder so. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich spiele auf Standard, yes. Muss ich deinen Kopf treffen? Ich drücke. Hast du dein Messer? Kannst du mal... Scheiße. Oh, zu spät. Was schießt denn mir da durch den Kopf? Wow. Nein, Lunarus. Ich spiele auf Standard, mittlere. Mhm. Ja. Okay. Sei ein Zombie, Lunarus. Bist du sicher? Ich wollte es nicht sagen, aber irgendwie, ja. Was war das? Beim Kuscheln einfach Messer nutzen. Okay. Okay, ich versuch's. Nicht dein Ernst. Aha! EZ! Oder so. Bist du tot? Yes. Nicht mehr witzig. Das war vorher schon nicht witzig. Ah, Leo ist wieder am Klippen, danke dir. Ja, ja, war natürlich First Try. Das, was eben hier sonst noch los war, das ist gar nicht passiert, Leute. Das war nur die Demo. Oh, I see this. Yeah. I think that's totally legit to play on assisted. But... Oi. Hi. Kommst du? Oh, der hat mir geblockt, der Hurensohn. Messerangriff. Ah, dann... Erstmal hier. Ja, jawohl. Schlitz. Jawohl. Easy, easy. Alles cool hier. Alles cool, alles cool. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich hätte jetzt schon gern Speicherpunkt. Wenn es dann bei der God My Ass beat. Really? Oh gosh. Oh gosh. WB, Neko. Uff. I'm a little bit scared. Was? Ich komme hier nicht raus? Hä? Warum? Wieso
kommen... Ach, warte mal. Ist das neu? Das ist neu. Okay. Es hat eine Haltbarkeit. Och, leck mich am Arsch. Uff. Kann ich auch einfach schlagen und mich durchprügeln? Kann Leon irgendwie Martial Arts und... Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier. Wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Was? Baby Eagle? Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Ich find selbst raus. Gar kein Bock, ne? Gar kein Bock. Aber kriegen wir schon irgendwie hin? Oh, der war ein blutiger Pfad. Aber nicht der Gottes. Boah, da kommen mir alle... Ist das eine Krähe? Boah, sind die im echten Leben echt so groß? Da ist noch... Ah... Kann ich diese Hinweise ausmachen? So. Wie lade ich denn... Achso, dann muss ich einfach nur das nehmen. Da können sie groß werden. Die kriegen... Krass. Heftiger Scheiß. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Krähen gesehen, aber... Ah, guck mal, hier sind wir... Schießpulver. Damit kann ich auf jeden Fall was bauen. Koffer anpassen. Deluxe-Waffen. Okay, speichern. Wieso hat er hier direkt... Ich nehme mal das direkt hier. Und den kann ich da direkt mit reintun. Und die auch noch. Krass. Ja, danke. Danke, Chronix. Meine Güte. Goldener Koffer, klassischer Aktenkoffer, silberner. Ah. Das ist ja krass, dass dann sogar noch hier... Aha. Und da kann ich die Sachen einfach hin und her schieben. Wie kann ich denn... Ah ja, so kann ich dann bewegen. Ja. Okay, dann... Dann speichern wir das mal so. Waffe wechseln. Ah, jetzt sind die auch hier. I see. Krass. Ich kann doch dann... Ob ich schon Anhänger für meinen Koffer habe? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe hier Talismane. Oh mein Gott, du hast recht. LOL. Das ist ja süß. Okay. Danke, White Lotus, dir auch. Okay. Dann schauen wir mal. Wir sind erstmal... Oh ja, jetzt wird's heller. Jetzt kommt auch langsam dieses...
diese braune Farbe durch, die ich gewohnt bin. Okay. Wie die Krähe da einfach den Wolf snackt. Was zur Hölle? Ja, armes Baby. Ja, oh Mann. Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, da muss ich lang. Ich gehe nochmal in die Ruine. Oh, sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Nein, it's not Huey. No. Huey is doing fine. Der kuschelt gerade mit Fiona. Dem geht's gut. Ich höre hier bereits schon Dinge. Hat er mich? Oh, der sieht mich. Scheiße. Der sieht mich, der KG. Bring mir Headshot was. Boah! Ja, treffen, Leon. Leon. Oh, da sind ja mehrere. Ich brauche Granaten, die ich legen kann. Aua! Aha, so. Was? Ja, oh cool, gibt sogar Finisher-Moves. Sehr nice. Pisseten. Okay, Moneys. Und Munition. Bring Headshots was? Sakura, kriegst du Headshots? Du stellst die richtige Frage. Und leider hast du recht. Ein wenig Gesundheit. Oh, das ist vollständig. Ja, gönnen wir. Ja. Petrushki speaking the truth here. Aber es... Das wird schon. Das wird schon. Ich merke gerade, dass ich nicht so redselig bin, weil mir gerade kotzübel ist. Ich habe den Versuch unternommen, gestern, vorgestern, meine Antidepressive abzusetzen. And, aua! Oh nein! Aua! And it wasn't... Ich glaube, ich hätte es langsamer machen müssen. Und jetzt habe ich irgendwie noch so voll den flauen Magen. Aber vielleicht... Oh, shit! Shit! Aua! Aua! Nee! Nee! Aua! Hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen. Ich glaube, ich verschiebe das nochmal auf irgendwie weiter hinten. Kein Bock gerade auf die... Auf die Übelkeit. Zu sortieren für Platt. Lunaris? Danke. Es ist kein kalter Entzug, Liu. Ich habe für eine Woche meine Dosis halbiert. Und dann jetzt versucht abzusetzen und dachte, das ginge schon, weil ich nicht so eine hohe Dosis hatte. Oh. Das ist gut. Das ist auch gut. Das kann ich ja jetzt dann kombinieren. Und hallo, eiskaltes Händchen. Ich hatte das schon mit dem Arzt letztes Jahr abgesprochen und habe es letztes Jahr halt nicht gemacht, weil ich dann ja den MS-Schub hatte. Für Psychopharmaka ist das kalter Entzug. Okay, also hätte ich länger erstmal noch die Hälfte nehmen sollen. Good to know. Also ich habe dann heute, als mir da auch so schlecht war, tatsächlich dann doch nochmal eine genommen. Und hoffe, dass sich das jetzt wieder reguliert. Und letztes Jahr meine ich, dass mein Arzt mir das so gesagt hatte, dass ich das so handhaben soll. Warum? Reden wir mal über 4 bis 6 Wochen und das ist schon krass. Ne? Echt? Krass, also bei mir, als ich damals in der Klinik war, haben die meine Antidepressiva auch innerhalb von 2 Wochen abgesetzt und mir ging es auch richtig schlecht. Okay, gut. Ja, good to know. Dann vertraue ich unserem Krankenpfleger, Chongunity-Krankenpfleger mal und werde das mal 4 Wochen noch so handhaben mit der halben Dosis. Okay, ich wusste das nicht.
Und irgendwie, krass, ja, danke für die Info. Gerne, dann bleibe ich da erstmal bei. Ich glaube, da hinten passiert einiges an... Was? Oh! Ja, ist klar, ey! Ach du Scheiße! Wow. Der ist aber auch schnell gestorben. Das ist jetzt nicht so realistisch gewesen. Und das Chicken, das chillt hier einfach. Oh, hier ist echt viel Chicken. James würde sich freuen. You didn't play the demo. Nope. I didn't. Mhm. Ja, okay. Boah, dann nehme ich die einfach mal länger. Also wenn ich die jetzt länger nehme, ist, glaube ich, kein Problem. Dann machen wir das so. So, dann werden wir hier mal langsam. Hier habe ich so einen kleinen Hinweis schon bekommen, dass ich hier einfach sind. Die Chickens. Geil. Achso, hier kann ich hochklettern. Wie die hier einfach chillen, ist voll nice. Bapak! Was empfiehlst du denn gegen die Übelkeit, Leo? Kann ich da irgendwie gegen arbeiten? Ich würde gern mit, aber kann ich das dann hier auch direkt kombinieren? Ich würde gerne mit Womex, aber ich habe gerade keine Womex hier. Ah, ich brauche noch ein gelbes. Ich kann nicht grün, grün, rot machen. Schade. Also ich hatte jetzt Duloxetin 40 Milligramm für mehrere Jahre genommen. Hat er jetzt eine Woche, als eine Woche 20 Gramm. Omex macht halt müde. Aber das war gar nicht so mein Struggle bisher. Ich probiere es sonst auch nochmal mit einem Tee gleich. Trigger. Kabams! Crispy Policeman, Crispy Chicken! Oh! Nee, Crispy Chicken nicht. Die sehen hier irgendwie ganz so chillig und zufrieden aus. Ich glaube, die möchte ich gerne in Ruhe lassen. Oh, Money! Head to up this day is supposed to fix bugs, this bad. I didn't hit any bugs with Fatal Frame, to be honest, so I don't know what they wanted to fix, but okay. Okay. Crispy Chicken. Ich würde sagen, Leute, dass wir uns hier gleich erstmal weiter vorbeischleichen. Wir machen eine kleine Pause, beziehungsweise für YouTube würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge Resident Evil 4. Wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder mit der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.